nämlich 9 geschmolzene Eisen. Das heißt, da könntet ihr euch erstmal bedienen. Und ich mache jetzt noch schnell gucken. Ich nehme mir meine Eisen. Ich habe auch schon Restaurant gefunden. Ein Glück, ich bin hier weggekommen. Hier ist Kohle, die nehme ich mit. Und hier unten werde ich dann versuchen, auch direkt ein bisschen Erde hinzulegen und eine kleine Farm zu holen. Also hier gibt es, guck mal, wenn du jetzt genau da, wo du gerade langläufst, da ist es aussieht auch ein Dungeon. Genau, da. Ich nehme mal jemand hier rum. Die Katze hat da schon alleine gesteckt, die hat da nicht ich hingesteckt. Oh, die ist tief rein. Mal gucken, ob das so ist. Wo geht's hier runter? Die nächste Höhle geht's hier runter. Happy, wo geht's denn hier runter? Und du musst die Treppe runterkommen, an den Pilz musst du die Treppe runterkommen. An welchem Pilz? Warte, an welchem Pilz? Geht, ich komm nicht mehr ran, ich muss nicht raus. Oh je, Mini. Ich krieg schon ganz doll Angst. Mein ganzes Zeug habe ich jetzt weggeworfen und nur Fleisch ist das Einzige, was ich habe. Du hast alles weggeworfen, warum machst du denn sowas? Das geht bei mir immer, ich werfe alles automatisch weg. Jetzt, pass auf. Du musst hier unten mal hin und her drücken, so. Und dann ist es, kannst du wieder einsammeln. Du hast das alles hingeschmissen? Da. Dann sammelst du, wo bist du denn? Du musst zu dem Pilz gehen, ich weiß aber nicht zu welchem. Warte, ich komme nicht mal. Die Lane kommt, glaube ich, gerade. Die Lane. Ich glaube, ich sehe wo. Ich sehe es. Ab runter. Jetzt wurde auch aufgenommen. Nimmst du auch gerade auf, Lehn? Nee, das heißt sozusagen, du bist bei mir. Ab runter, ich komme runter. Hey, eine Werkbank. Eine Werkbank. Ja, genau. Du sagst was, ja. So ist es, dann ist es halt so. Das ist bei mir zurzeit eine echte Katastrophe. Wir verschwinden. Aber die ersten paar Sekunden gehen meistens. Bist du ganz unten? Ja, ganz unten. Guck mal hier, ich hab wieder Restor. Schau mal hier, guck mal. Aber ich kann den nicht wegwerfen, das ist witzig. Die haben auch die Tastaturbedingungen geändert hier. Ich muss jetzt wegwerfen, da muss ich aufs Display drücken. Da sehe ich, dass du die Gefahr hast, dass du auch so Ton abreißt. Immer wenn ich das am Tablet nämlich rumfummel, ist zur Zeit nicht so, wie es irgendwie mal das liegt. Papi, du hast das weggeworfen. Ja, nee. Oh, Westhauen. Oh, die Spitzhacke. Die hat Länge. Jetzt geht das wieder los. Hier, guck mal. Das heißt, mein Sohn ist alles eingesteckt. Eine Federmaus. Ich sehe sie. Das ist ein Schmetterling. Ein brauner Schmetterling, wa? Ne, ein Vogel. Ein Vogel ist es. Normalen Vogel. Behalte die Spitzhacke, ich brauche eine neue. Ja, hab auch hier was von Beinen von Gräber. So. Und die Lane ist hier hintergegangen. Sieh mir mal. Ich geh mal immer der Lane nach. Oh, ich hab Gold gefunden. Du hast Gold gefunden? Hm? Warte, ich komme, ich helfe dir abbauen. Hast du die Spitzhacke von mir in der Hand? Dann kannst du selber abbauen. Jupp. Jupp. Ich habe aber Angst, dass ich das dann wieder wegwerfe. Ach, kein Problem. Wenn ich wegwerfe, dann ist es nicht so schlimm, das alles wieder ein. Oh, pass auf, hier, guck mal, hast du gerade bei dir gekauft. Oh nein! Achso, na, ich war schneller. Papi, Gold ist hier. Ja, dann warte, baust du ab das Gold. Baust du doch ab, du hast das auch. Ich habe nämlich Angst, dass ich mein Zeug dann wieder wegwerfe. Ist doch gar kein Problem, dann sammeln wir das wieder ein. So, dann guck mal, der Paul ist auch wieder da. Hier gibt es auch nochmal Redstone. Das Problem ist, also auf meinem kleinen Server, den ich am Laufen habe, da, sobald man eine kleine Redstone-Logik baut, geht alles kaputt. Ich habe Westdown hier gefunden. Hier. Weißt du was, jetzt könnte ich einfach mal ausprobieren. Einfach mal ausprobieren, ob das hier auch so ist. Bei so einem Realm. Aber der Realm müsste doch eigentlich stabil laufen, oder? Was sagst du denn? Lapis Lazuli ist das bestimmt. Ja, eine Kugel. Kann ich nicht mit runter? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, auf welcher Höhe wir sind. Denn siehst du das? Du siehst doch garantiert am Rechner gerade, in welcher Höhe wir uns befinden. Oh, sehr gut gehabt. Ey, ich flieg direkt über Lava gekommen. Was ist das? Ich hab keine Ahnung.
Kilian könnte mal draus machen. Auf jeden Fall total in der Lava-Höhle. Papi, weißt du, wo wir hier gerade runter lang gelaufen sind? Nee, ich weiß nicht mal richtig, wie wir da runter. Da unten, da oben ist ein Spinnnetz. Also ich hab, als ich noch früher mit Electric Airbnb gestanden habe, da haben die immer gesagt, wir machen uns immer die Fackeln rechtsseitig an die Wand. Das ist genau hier ist ein normaler Dreck. Ausweg immer links. Müssen wir uns nur auf eine Wand einigen. Also du sagst auch immer rechts oder links, wie ist das hier liegt? Immer rechts rein zu ziehen. So, der hat ja leider lassen. Paul ist aus dem Rennen geflogen und jetzt weiß er nicht, wie viel hier runter ist. Hier ist eine Kiste, da gucke ich mal besser rein. Was ist denn da drin? Guck mal, was da rein ist. Ganz viel! Da ist ein Schwert. Da ist ein Schwert, das könnte ich mir rausnehmen. Ich habe schon wieder 52 Redstone. Ich sehe, was du da reinpackst. Geh mal den Paul holen, ich sag, schreck mal, wo wir sind. Papi, kann ich mir ein Schwert rausnehmen? Das Schwert durchaus, das kannst du haben. Warte, damit der Paul weiß, wo wir sind, wo es denn. Also es dauert nicht so lange, da hochzusteigen. Oh. Ich sehe seinen Namen, er wird mich bestimmt auch irgendwie irgendwo sehen. Der klebt sich gleich nach unten durch. Tod, das Leben. Das war das Leben. Der hat schon Leder eingesammelt. Ich sehe da oben noch einen Namen. Ich sehe da oben noch einen Namen. Achso, er hat gestern schon gefarmt. Okay, wieder. Ich habe, als ich die Erinnerung gestern bekommen habe, ich war total erstaunt. Mir ist das ganz neu gewesen. Total. Ich habe noch nie eine Ram gesehen oder auch keine. Der Cloud hatte zwar vor, hat auch gesagt, hier ist irgendwie. Total. Ich gehe jetzt hoch. Ich komme wieder mit runter. Weil die Lehne ist mit runtergekommen. Wo ist mein Schwert? Nee. Ich hatte letztens noch. Und doch dann hat sich weggeworfen. Ich baue jetzt einfach nochmal hier oben an meinen Eingang von dem Loch. Da baue ich mal, dass wir jetzt winklig sind. Was unten in der Höhle? Ist ja auch. So, ich baue jetzt gleich mal da oben mein winklig hin, um mal zu sehen, ob was wie das hier nicht nach vorne spannt. Wenn das nämlich nicht geht, dann baue ich wieder ab. So. Mann. Alles klar. Okay. Gut, ich mach mal ganz kurz Aufnahme. Stopp. Hopp. Stopp, hopp. So. Du auch? Kannst du das auch machen, warte? Ich weiß gar nicht.